Herzlich willkommen bei Euronews am Abend. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wir berichten auch heute über den furchtbaren Anschlag von Halle und seine Folgen. Das sind die Themen an diesem Donnerstag im Überblick. Deutschland am Tag danach. Große Betroffenheit, aber auch viele offene Fragen. Generalbundesanwalt spricht von Terror. Nach Luftangriffen und Artilleriefeuer, Türkei schickt nun auch Bodentruppen nach Nordsyrien. Präsident Erdogan weist jede Kritik von sich. Und zweifacher Literaturnobelpreis in diesem Jahr. Die Polin Olga Tokarczuk und der Österreicher Peter Handke erhalten die höchste Auszeichnung. Tag 1 nach den tödlichen Schüssen in Halle. Trauer, Betroffenheit, aber auch viele Fragen nach dem Warum. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich schockiert und bedrückt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert eine klare Haltung gegen Rechtsextremismus. Generalbundesanwalt Peter Frank bezeichnet die Tat als Terror. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde inzwischen Haftbefehl beantragt. Ihm werden zweifacher Mord und versuchter Mord in 9 Fällen vorgeworfen. Der Tag danach im Überblick. Moritz Koff. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Tag nach dem Anschlag in Halle die Synagoge besucht. Auch Innenminister Horst Seehofer besichtigte einen der Tatorte. Der Schütze hatte dort vergeblich versucht, sich gewaltsam Zugang zu dem Gotteshaus zu verschaffen. Der 27-jährige Stefan B. erschoss anschließend 2 Menschen. Die Bundesanwaltschaft stuft die Tat als rechtsextremistisch und antisemitisch ein. Seit einigen Monaten sage ich auch, aufgrund dieser Erkenntnislage, die wir haben, dass die Bedrohungslage durch den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Deutschland hoch ist. Das heißt, dass man eigentlich immer mit einem Anschlag rechnen muss. Stefan B. wollte nach unserer Erkenntnis und Einschätzung eine weltweite Wirkung erzeugen durch das live gefilmte Tatgeschehen, durch seine Kommentare während des Tatgeschehens, durch sein Manifest und seinen Plan, den er vorher im Internet verbreitet und hochgeladen hat. Israels Präsident Reuven Rivlin forderte die deutsche Politik auf, entschieden gegen Antisemitismus und Neofaschismus vorzugehen. Die Tat von Halle sei ein tiefer Schock, so Rivlin. Nach Angriffen aus der Luft hat das türkische Militär in Nordsyrien nun auch seine Bodenoffensive gestartet. Aktivisten in der Region berichten bereits von mehreren zivilen Todesopfern. Präsident Erdogan sprach am Donnerstag bei einer Veranstaltung seiner Regierungspartei AKP in Ankara von mehr als 100 getöteten Terroristen und reagierte auf europäische Kritik mit einer Gegendrohung. Nach Kritik an der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hat Präsident Recep Tayyip Erdogan gedroht, Millionen Flüchtlinge in Richtung Europa ziehen zu lassen. Unterdessen hat das türkische Militär seine Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien fortgesetzt und dabei mehrere Grenzorte unter Beschuss genommen. Menschenrechtsaktivisten berichten, dass mehr als 60.000 Menschen innerhalb von 36 Stunden nach Beginn der Offensive die Flucht ergriffen hätten. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi zufolge sind Hunderttausende Zivilisten in Nordsyrien aktuell in Gefahr. Die Türkei will entlang der Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten und dort auch syrische Flüchtlinge ansiedeln, die derzeit in der Türkei leben. Dazu Recep Tayyip Erdogan in einer Rede vor Angehörigen seiner Regierungspartei AKP. Hey, Europäische Union, reißt euch zusammen. Seht, ich sage es noch einmal. Wenn ihr versucht, unsere aktuelle Operation als Invasion zu bezeichnen, dann haben wir leichtes Spiel. Dann öffnen wir die Türen und schicken euch 3,6 Millionen Flüchtlinge. Die EU fordert den Abbruch der Militäroffensive. Der Krieg werde die Stabilität in der Region untergraben, das Leiden der Zivilisten verschlimmern und Vertreibungen provozieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Er wäre eigentlich vor mir dran gewesen. So hat die erste österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf die heute in Stockholm verkündete Auszeichnung ihres Kollegen und Landsmannes Peter Handke reagiert. Glückwünsche gab es auch vom deutschen Regisseur Wim Wenders, für dessen berühmten Film Der Himmel über Berlin Handke das Drehbuch schrieb. Auch die andere Literatur-Nobelpreisträgerin halten Experten für eine gute Wahl. Julian Schick. Gleich zweimal ist in Stockholm der Nobelpreis für Literatur verliehen worden. Wegen eines weitreichenden Skandals um ein mittlerweile zurückgetretenes Mitglied der Akademie war die Verleihung im letzten Jahr ausgefallen und wurde dieses Jahr nachgeholt. Der Nobelpreis für Literatur für 2018 wird der polnischen Autorin Olga Tokarczuk für ihre narrative Vorstellungskraft verliehen, die mit der enzyklopädischen Leidenschaft das Überschreiten von Grenzen als Lebensform darstellt. Der Nobelpreis für Literatur für 2019 wird dem österreichischen Autor Peter Handke verliehen für sein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Einfallsreichtum die Peripherie und die Besonderheit menschlicher Erfahrungen erkundet. Tokarczuk zählt zu den beliebtesten Schriftstellerinnen Polens. Ihr bekanntester Roman ist Ur und andere Zeiten. Für ihren Roman Unrast gewann sie im vergangenen Jahr den internationalen Man Booker Prize. Der 76-jährige Peter Handke galt vielen Beobachtern als Geheimtipp auf den Preis. Die Auszeichnung ist mit jeweils 9 Millionen schwedischen Kronen, rund 830.000 Euro, dotiert. 2018 war Regisseur Jean-Claude Arnault wegen Vergewaltigung zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Der Skandal hatte eine Reihe von Rücktritten in der Akademie ausgelöst. In Tunesien wird am kommenden Sonntag in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten abgestimmt. Es sei denn, die Wahl wird verschoben. Das fordern Nabil Karoui und seine Partei Herz Tunesiens. Der Medienunternehmer wurde gestern Abend aus der Haft entlassen. Cornelia Trefflich über den begeisterten Empfang seiner Anhänger in Tunis. Groß ist der Jubel unter den Anhängern des tunesischen Präsidentschaftskandidaten Nabil Karoui. Der seit August inhaftierte Medienmogul ist wieder auf freiem Fuß, 4 Tage vor der Stichwahl am kommenden Sonntag. Er war wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Geldwäsche festgenommen worden. Nach seiner Freilassung fordert Karoui nun eine Verschiebung der Präsidentschaftswahlen. Dass die Wahlen verschoben werden, liegt im Interesse des Landes, denn es bleiben nur noch wenige Tage bis zu den Präsidentschaftswahlen. Das heißt, die Kandidaten haben nicht die gleichen Chancen. So können wir nichts mehr erreichen. Aber wir haben Vertrauen in die staatlichen Behörden und das Wahlkomitee. Karoui sagt, er habe die oberste Wahlkommission schon am 30. September offiziell zur Verschiebung der Wahlen aufgefordert. Der Medienunternehmer tritt am kommenden Sonntag in einer Stichwahl gegen den Verfassungsrechtler Kais Said an. Beide galten vor ihrem Wahlerfolg in der ersten Runde als Außenseiter. Said hatte dabei 18,4% der Stimmen erhalten, Karoui kam auf 15,6%. Auf diesen Skandal hätte die regierende Fidesz-Partei in Ungarn wohl lieber verzichtet. Ihr Kandidat bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl in Győr hat sich in kompromittierender Situation filmen lassen. Das Ganze erinnert ein wenig an den Ibiza-Skandal, der dem ehemaligen österreichischen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache das Amt kostete. Gewissermaßen eine Psofnik-Schicht. Andrea Bühring hat die Einzelheiten. Es geht um Yachten, Drogen und Sex und um den Fidesz-Politiker und früheren Olympiasieger Zsolt Boráky. Bei den Kommunalwahlen am Sonntag in Ungarn will der Bürgermeister von Győr wiedergewählt werden. Doch ein Skandal könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Videoclips, heimlich auf einer Yacht aufgenommen, zeigen ihn bei ausschweifenden Sexpartys. Mit dabei bekannte lokale Persönlichkeiten. Die Clips wurden von einem anonymen Blogger auf einer einschlägigen Plattform veröffentlicht und innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als 600.000 Mal angeklickt. Ein handfester Skandal für einen Bürgermeister, dessen Fidesz-Partei die Heiligkeit der Familie proklamiert.
Privatsache, hieß es von der Mitte-Rechts-Regierung in Budapest. Außerdem stehen Vorwürfe über korrupte Geschäfte im Raum, die Borsay über Scheinfirmen abgewickelt haben soll. In dem Zusammenhang wird auch das örtliche Audi-Werk genannt. Schlagzeilen, die die regierende Fidesz-Partei im Wahlkampf gar nicht gebrauchen kann. Einen Rücktritt schließt Borkay allerdings aus. Seine Familie stehe zu ihm, sagte er. Wenn es um Hongkong geht, ist mit China nicht zu scherzen. War der Manager der Basketballmannschaft von Houston in einem Tweet, die Hongkong-Proteste unterstützte, wurde kurzerhand die Übertragung von NBA-Spielen in China abgesagt. Auch der US-Computerkonzern Apple beugt sich dem Druck aus China. Ronald Krams. Nach scharfer Kritik aus China hat Apple eine App aus seinem Angebot entfernt, die Demonstranten in Hongkong bei ihren Protesten die Standorte der Polizeieinheiten anzeigte. China hat Apple vorgeworfen, die Demonstranten in Hongkong zu unterstützen. Die meisten Menschen in Hongkong haben wirklich Angst vor der Polizei, selbst ich. Ich will nur einen Weg finden, dass ich keine Polizei sehe, besonders wenn ich schwarz trage. Ich halte die App für sehr nützlich. Deshalb denke ich, dass diese Entscheidung nicht akzeptabel ist. Apple hat sich in der Vergangenheit mehrfach dem Druck Pekings gebeugt. So löschte es vor 2 Jahren zahlreiche Programme aus seinem chinesischen App Store, mit denen die strengen Internetsperren des Landes umgangen werden konnten. Dazu der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang. Ich muss noch einmal wiederholen, dass die jüngsten extremen und gewalttätigen Straftaten in Hongkong die Rechtsstaatlichkeit und die Sozialordnung Hongkongs infrage gestellt haben. Auch die Sicherheit der Bürger Hongkongs und ihres Eigentums ist gefährdet. Die Ereignisse haben dem Wohlstand und der Stabilität Hongkongs geschadet. Die 7 Millionen Hongkonger stehen unter Chinas Souveränität, genießen aber mehr Rechte als die Menschen in der Volksrepublik, um die sie jetzt fürchten. Seit 5 Monaten demonstrieren sie gegen ihre Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. Es klingt wie ein Traum für Hobbyangler. In Norwegen dürfen ausgebüxte Zuchtlachse erlegt werden. Dabei geht es um eine ernste Angelegenheit. Die Ausbrecher sind eine Gefahr für die Umwelt, denn sie verändern den genetischen Pool der Wildlachse. Julian Schick. Mehr als 300.000 Lachse sind in Norwegen allein in diesem Jahr aus Fischfarmen entkommen. Angler und Umweltschützer sind besorgt, da die Zuchtfische Krankheiten auf wilde Fische übertragen können. Außerdem konkurrieren sie mit ihren Artgenossen um Nahrungsquellen. Die sensiblen Ökosysteme des Landes sind gefährdet. Mit Harpunen bewaffnet machen sich professionelle Jäger deshalb in den Fjorden auf die Suche nach den ausgebüxten Tieren. In 3 Regionen des Landes und in mehr als 50 Flüssen werden die Lachse gejagt. Zwar können längst nicht alle Zuchtfische wieder eingefangen werden, doch ihre Überlebenschancen in der Wildnis sind gering. Natürlich ist das nicht gut, aber glücklicherweise überlebt nur ein kleiner Prozentsatz der Fische, sobald sie ins Meer gelangen. Rund 600.000 Euro kostet die Jagd nach entkommenen Lachsen. Die Lachszucht ist nach der Erdölförderung Norwegens wichtigster Wirtschaftszweig. Das war's in Euro News am Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite und in den sozialen Netzwerken. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen.